römischen Jahreskreis. Nächsten Sonntag folgt schon der erste Advent. Christkönig ist der Abschluss des liturgischen Jahres und in dem Sinne die Texte des heutigen Evangeliums und der Lesungen bringen uns nahe das letzte Gericht. Wir müssen auch auf unserem eigenen Leben uns besinnen und entscheiden, wem wir folgen. Christkönig ist als eine Figur vor uns gestellt, als König, der unsere Nachfolge bittet. Und so zu Beginn dieser Messfeier wollen wir uns auch besinnen und das Erbarmen des Herrn auf uns herabrufen. Und wir bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und euch, Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, meine Schwestern, für mich zu beten bei Gott und seinem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezekiel. So spricht Gott, der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Wirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert, an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Ihr aber, meine Herde, so spricht Gott der Herr, ich sorge für Recht zwischen Schafen und Schafen, zwischen Widdern und Böcken. Das sind die Worte des lebendigen Gottes. Des Paulus an die Korinther. Brüder, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn es muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles in allem. Das sind die Worte des lebendigen Gottes. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters.
dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Krisztus király vasárnapja van, az év liturgikus év, az egyházi évnek az utolsó vasárnapja, amikor is számot adunk az évről, visszatekintünk. Ezért szól a mai evangélium is az ítéletről. Jézus, amint ítéletet tart, elválasztja a bárányokat a kosoktól, a jókat a rossztól. És egy lényeges mércéje van a megkülönböztetésnek, tulajdonképpen nagyon egyszerű, az emberség. Mennyire vagyunk mi emberségesek, mennyire vagyunk mi készségesek. És ez az emberség állt, vagy kérdőjeleződött meg a század elején is. 1900-as évekre gondolunk vissza. Ezt az ünnepet 1925-ben vezette be az akkori pápa, mint egy reakcióként a modern szekularizmusra, amint az ébredezett, és egyre inkább, hogy az emberiség úgy érezte, hogy nincs szükség itt az Isten vezetésére, az ő iránymutatására. És aztán, amikor jött az első világháború maga borzalmaival, akkor úgy érezte a pápa, hogy valamit ellensúlyozásként oda kell helyezni az emberek elé. És 11. Pius pápa
1925-ben vezette be az egyházi év ünnepei közé Krisztus király vasárnapját, Krisztus király ünnepét, mint egy ellensúlyként az akkori európai történelemben ébredező diktátoroknak, diktátorokhoz. Csak gondoljunk vissza az első világháború után, hogyan alakul Európa történelme, forrongások, világháborúra válaszként ébredező bosszú és tervezés. És ennek ellensúlyozásaként próbálja a pápa oda tenni az egyház, az emberiség elé Krisztus királynak a képét. Nem azt mondja a pápa, hogy én engem nézzetek, én mondom meg, hogy mit csináljatok. Azt mondja, nézzétek őt, a király, aki a kereszten adta életét másokért. Talán a mai fülnek, és különösen a fiatal generációknak király az nincs különösebb jelentősége. Ha ma körülnézünk királyságok között, amik még Európában léteznek, vagy világszerte, inkább csak arra jók, hogy a Blick magazin hasábjait megtöltsék vele. Az, hogy legyen valami, amiről lehet csámcsogni, amiről lehet pletykálni. De igazi súlya a mai királyságoknak már nincs. Pontosan ezért, hogyha arról beszélünk, hogy követésre hív, engedelmességre, tiszteletre, ezek is olyan erények, olyan szavak, amiket a mai fül már óvatosan hall. Van egyfajta bizalmatlanság ezzel kapcsolatban. Kinek adjam én oda az életemet? Ki az, aki hív engem? Ki az, akiben megbízhatok, akire támaszkodhatok? És a jó vezető az valójában a legjobbat hozza ki a rábízottakból. És az a király, akiről az evangéliumi példabeszéd is szól, és akiről Jézus újra és újra használta a király képét, pontosan egy ilyen király, aki a legjobbat akarja kihozni az emberből. Ez a király egy szabadító, egy szerető, a történelem ura, aki nem mint egy oroszlán, hanem mint a bárány áll az Isten trónja előtt. A negyedik evangéliumban, a Szent János evangéliumában, amikor Pilátus megkérdezi Jézust, milyen király vagy te, akkor Jézus azt válaszolja, az én királyságom nem e világból való. Nem egy olyan király, aki hat seregeket vonultat fel, maga előtt trombitáltatja a maga dicsőségét, hanem az, aki megmossa a tanítványai lábát. Az ő királysága nem e világból való. Az ő igazáért nem öl meg senkit, hanem ő szenved az igazságért. Nem követel váltságdíjat, hanem ő maga adja magát váltságdíjként. Amint mondtam, a jó vezető a legjobbat hozza ki a rábízottakból. És a bizalom nagy kalandja ez. Enélkül engedelmességre alig, ha volnánk képesek. És a bizonyos mértékig megelőlegezett kölcsönös bizalmunk mellett pedig nagyon lényeges a személyes példaadás. Szent Benedek, a nyugati keresztény szerzetességnek az atya, azt írja a regulájában az apátról, mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg, mint szóval. A jó példa, akár csak a rossz, ragadós, és a példás magatartású elöljáró pedig a jó és az igaz felé vonzza a többieket. És Krisztus király ennek a képét állítja elénk. Isten Krisztusban a legjobbat akarja kihozni a teremtésből, belőlünk. Ez emberségünk példaképe, ő
Jézus Krisztus, az emberfia, a példabeszédbeli király, aki ítéletet tart, szükségszerűen helyez ítélet alá minket, mert Krisztus jóságára, igazságára tekintve nem tudunk nem szembesülni a magunk hiányosságaival. Az ítélet az bizonyos értelemben hozzátartozik a tökéletes szeretethez és igazsághoz. Nem azért tart ítéletet, mert önző, vagy mert kegyetlen volna, hanem ha meglátjuk a jót, a szépet, az már önmagában is tükröt tart elénk. És ő az önfeláldozó, az irgalmas szeretete már önmagában egy ilyen tükör, ha úgy lehet mondani, ítélet, ami számunkra. Mert a tökéletlenségeinkre, hiányosságainkra, erkölcsi és emberi kudarcainkra emlékeztet. Egy szóval a bűnösségünkre. És ahogy mai keresztények nem szívesen hallgatjuk a Szentírásnak az ítélkezésről szóló szavait, talán azért van, mert nem akaródzik nagyon szembenézni a saját bűnös mi voltunkkal. Azzal, hogy mennyire rászorulunk mi mindannyian bocsánatra. Hogy bár nem szívesen tesszük, de bocsánatot kell kérnünk. Egy író, József Konrád, egyik könyvében olvastam, ezt mondja, minnyájan bolondok vagyunk egy kissé egymás szemében. És ez kitűnő elrendezés, az emberek többségére nézve, mert megkönnyíti számunkra a megbocsátást. Ez a József Konrád talán öntudatlanul is egészen keresztény szellemben írt, az, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk, a rosszra, restek a jóra, ellenállunk az igazságnak, és ezért mindnyájan bocsánatra szorulunk, kivétel nélkül. És ez tulajdonképpen egy vigasztaló belátás. Egy kedves ismerősöm, akinek nincs sok köze valláshoz, egyszer azt mondta, hogy ő nem hívőként mégis három tanítást tart lényegesnek a keresztény hitben, a föltámadást, a szeretetet és a bocsánatot. Jézus minden bizonnyal azt mondta volna neki, nem jársz te messze az Isten országától. De most az egyházi év végén, Krisztus király vasárnapján ismét a lényeggel találkozunk. A föltámadás reményével, a szeretet felelősségével, és annak a néha kellemetlen tudatával, hogy kell a bocsánat. Meg kell bocsátanunk, bocsánatra szorulunk mi is. És ezzel a hárommal szembesülve, ez egyben ítélet is a mi számunkra. És ne bújjunk ki ez alól, ne hátráljunk meg ezen ítélet elől, mert ez nem azért van, hogy tönkre tegyen bennünket, hanem azért, hogy megnyissa a mi szívünket, felnyissa a mi szemünket, hogy Krisztus királyra, mint olyanra tekintsünk, aki a legjobbat akarja belőlünk, emberekből kihozni. Az ő szavaira mi is a tevékeny szeretet útját járjuk, hogy amikor majd elérkezik az idő, mi is elmondhassuk Szent Pállal, hogy Isten legyen minden mindenben. Amen. Nun sprechen wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, in den Himmel
Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir beten zu Gott, unserem Vater, der Jesus, seinen Sohn, über alles erhöht und ihm alle Macht gegeben hat im Himmel und auf Erden. Wecke in deiner Kirche die Bereitschaft vieler, ihr Leben ganz in der Nachfolge Jesu und damit im Dienst für die Menschen einzusetzen. Gott, erhöre uns. Lass in allen Ländern der Erde eine rechtsstaatliche Ordnung entstehen, die die Freiheit und Würde jedes Menschen schützt. Gott, erhöre uns. Segne alle, die sich beruflich und ehrenamtlich in der Hospizbewegung einsetzen, dass sie in der Begegnung mit Sterbenden dir begegnen. Gott, erhöre uns. Mach uns sensibel dafür, mit Macht und Verantwortung so umzugehen, dass wir andere damit nicht überfahren, sondern ihnen dienen. Gott, erhöre uns. Guter Gott, in Jesus Christus hast du den Grund gelegt für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Befreie uns vor der Angst um uns selbst und lass uns dafür offen werden, dass vor dir allein die Liebe zu den Nächsten zählt, der du lebst und Leben schenkst, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Sein Bischöfen, Imádkozunk Spiegelberger családelvont tagjaiért, Schäfer Gyula és családja. Herr, unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben es in deinem Geist. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Herrlichkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Amen.
bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Anton und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Heute besonders gedenken wir der verstorbenen Mitglieder der Familie Spiegelgerber und Jula Schäfer und seine Familienmitglieder. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Das werde ich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und nun beten wir gemeinsam, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in ewigen Zeiten. Der Herr hat seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich du mein Wort, so wird mir Mercy gesungen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist.
Segne uns, der gute und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin in seinen Frieden. Danke sei Gott.